Lukas Schäfer ist ein Südtiroler Skifahrer und Naturfotograf. Seit dem Kindesalter dreht sich bei ihm alles rund um den Wintersport. Am liebsten kombiniert er ihn mit seiner zweiten großen Leidenschaft, der Naturfotografie. Denn für die ist ihm kein Weg zu weit, keine Nacht zu kalt und kein Tag zu lang. Als ehemaliger Freestyle-Skifahrer der italienischen Nationalmannschaft liegt sein Talent nicht nur im Tiefschneefahren. Ich freue mich auf Lukas Schäfer, der mich mit in seinen Alltag nimmt und mir zeigt, wie viel Arbeit und Geduld in der Naturfotografie stecken. Heute bin ich hier in der Skiarena Clausberg, besser gesagt im Snowpark der Skiarena Clausberg und treffe jetzt Lukas Schäfer, einen Südtiroler Freestyle-Skifahrer. Und nicht nur das ist seine große Passion, sondern auch das Fotografieren. Und ich bin ganz gespannt, was er mir in den 2 Tagen zeigen wird. Ich freue mich. Ah, da ist er. Hi Luki! Hi, grüß dich! Wie geht's? Ja gut, super! Cool aus! Super! Gewaltiges Tag heute, bist du Wahnsinn! Ja, extrem! Gehen wir uns hinsetzen, machen wir einen Radschach! Ja, voll gern! Okay, cool! Ja! Luki, du bist Skifahrer, Filmemacher und Fotograf. Wie würdest du das, was du tust, am besten beschreiben? Puh! Ja, es ist eigentlich... Ja, ich bin einfach viel... gerne in die Berge. Oft gibt es Zeiten, da fahre ich Ski, dann gibt es Zeiten, da bin ich viel beim Fotografieren und dann sind auch wieder Filmprojekte, wo ich auch dabei bin und mitfilme. Ein bisschen ein Outdoor-Mensch, was einfach gerne draußen ist. Das Draußen ist eigentlich für mich fast schon wie mein Zuhause. Und ja, in den Wald und in die Berge bin ich am liebsten. Und dann ist man oft gleich, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin oder mit den Ski. Du bist auch früher Wettkämpfe gefahren, richtig? Genau, ja. Du warst in der Nationalen, oder? Genau. Ich bin eine Zeit lang viel Wettkämpfe gefahren, war überall ein bisschen auf der Welt auch unterwegs eine Zeit. Bin da Slopestyle und Big Air gefahren, also Big Air ist einfach ein Sprung, Slopestyle sind mehrere Sprünge hintereinander. Aber irgendwann hat es mir nicht mehr so gut gefallen, weil einfach der ganze Wettkampfdruck hatte und habe mich noch ein paar Mal verletzt leider an der Schulter. Und irgendwann habe ich für mich noch ein bisschen entscheiden gemisst, okay, tue ich das weiter und riskiere noch weitere Verletzungen oder mache ich ein bisschen einen Cut und schaue mal, was es ist, das so tue. Und dann eigentlich, sobald ich auch Verletzungen gehabt habe und umgehabt, zu fotografieren. Und ja, habe eigentlich nur auch gewählt, ist Skifahren für mich in der Hinsicht ein bisschen behalten, weil ich gewusst hätte, wenn ich das noch weiter tue, dann verliere ich auch die Lust und ich riskiere auch noch mehr Verletzungen und ich will auch berggehen und so weiter. Und dann brauchst du auf jeden Fall auch einen gesunden und starken Körper. Und habe einfach den Weg eingeschlagen, mit meinen Skifahren Filmprojekte zu machen, wo ich selber als Fahrer noch aktiv bin. Und bin eigentlich unglaublich froh, dass ich das getan habe, weil mir macht Skifahren wieder so viel Spaß. Also ich denke, mir macht es viel mehr Spaß, wie in der Zeit, wo ich Wettkämpfe gefahren habe. Luki, wie er von allen genannt wird, verbringt seit jeher so viel Zeit wie möglich auf den Skiern. Und das bleibt nicht unbemerkt. Denn wenn er durch den Snowpark fährt, sieht es spielerisch und leicht aus. Worauf muss man beim Parkfahren achten? Was ist wichtig? Was gibt es Tipps und Tricks, die du auf Lager hast? Beim Parkfahren ist einmal auf jeden Fall wichtig, dass man einmal gut auf die Ski steht, dass man ein gutes Skigefühl hat. Und auch eine gute Vorbereitung, vielleicht im Sommer kann man viel Trampolin springen oder Sprungbrett, einfach um Tricks ein wenig zu lernen.
Und da ist auch wichtig, dass man auch allem kleine Schritte macht, nicht gleich große Schritte macht. Und es gibt viele, die großen Tricks sagen und die gleich lernen wollen. Aber das ist etwas, das baut sich allem auf, von kleinen ins große. Wie halt auch auf den Berg gehst, dann gehst du auch mit kleinen Schritten auch bis oben bist. Nicht? Dann kannst du auch nicht von unten auch hupfen in einmal. Und das ist einfach wichtig, weil das Bergfahren bringt echt ein Risiko mit sich. Wenn man einmal wirklich kugelt oder einmal hinschlägt, können wirklich auch Verletzungen rauskommen. Beim tiefsten Erfahren ist es ein bisschen anders als beim Bergfahren. Beim Bergfahren bist du selber, dann bist du selber mit dir so in einem Kreislauf. Aber beim tiefsten Erfahren spielen viele andere Sachen mit. Und zuerst halt einmal ist Auskennen im Gelände und auf jeden Fall auch die Lawinengefahr. Was auch viele unterschätzen, wenn sie ihnen so sagen, einfach Berge einschießen. Es ist nicht, wir gehen nicht einfach raus und fahren kopflos rein. Wir warten oft wochenlang, bis sowas geht. Und schauen Lawinenlageberichte, sind unterwegs, machen Schneeprofile. Und da brauchst du einfach ein gutes Gefühl, wenn man überhaupt jetzt tiefsten Erfahren jetzt ein bisschen extremer, sagen wir so, betreiben will. Auf den Skiern und in der nahezu unberührten Natur der Berge ist Lukas voll und ganz in seinem Element. Hier tankt er Kraft und lädt seine Batterien wieder auf. Ob glitzerndes Weiß, schmale Rinnen oder Hindernisse, Lukas fährt sie mit einer besonderen Leichtigkeit. Jedoch gilt bei ihm eine goldene Regel. Wichtig ist, dass man viel beobachtet, sich vorab ausreichend über das Gelände informiert und, wenn die Bedingungen nicht passen, dass man nichts erzwingt. Also im Park, wenn du was erzwingst, dann kugelst du einmal. Ja, noch, vielleicht hast du weh, vielleicht geht es gut. Im Gelände, wenn du ein paar so Sachen wirklich auf Druck Sachen fährst, dann spielst du mit deinem Leben. Mhm. Auf jeden Fall. Deswegen ist da einfach die Geduld ganz wichtig. Und die Tage kommen. Dann muss man halt einen Monat länger warten oder auf die nächste Saison warten. Was ist dein Lieblingstrick im Park? Ja, also wenn ihr wirklich einen Lieblingstrick aussuchen müsst im Park, dann war es ein Switchcock 7 Double Nose. Was auch immer das ist. Er ist praktisch rückwärts umgefahren, zweimal um meine eigene Achse gedreht, mit ein bisschen schiefer Lage. Und Double Nose ist einfach ein paar Spitzen vor die Ski greifen. Und es ist ein cooles Gefühl, weil ich kann auch so Ski zuziehen und so dazwischen rausschauen. Und ja, es ist einfach vom Gefühl her ein Trick, was mir brutal gut gefällt. Zeig es mir denn gleich. Kann ich machen, ja. Okay. Na, schauen wir mal. Jawohl. Es ist fast so, als wäre Luki eins mit den Elementen. Trotz seiner ausgeprägten Leidenschaft für das Gelände ist das Parkfahren immer noch fester Bestandteil seines Lebens. Genau wie seine alten Freunde. Marc Großkersteiger ist Snowboarder und ein langjähriger Freund von Luki. Marc, seit wann kennst du den Luki? Lukas kenne ich jetzt schon einige Jahre. Wir haben uns wahrscheinlich mit 13, 14 so kennengelernt. Da war am Kronplatz draußen ein großer Snowpark. Und da wir dasselbe Interesse gehabt haben, haben wir uns ständig wieder im Snowpark gesehen. Und ich würde sagen, da hat sich ziemlich eine starke Freundschaft entwickelt bei uns zwei. Weil auch nicht nur Skifahren, auch sonst haben wir echt ähnliche Interessen und freuen uns über die gleichen Sachen. Der Luki auf Skiern? Wie würdest du ihn beschreiben? Er ist ein Skifahrer, ein Freestyle-Skifahrer, der was aus der Menge raussticht, einfach, weil er den gewissen Style hat. Es schaut bei ihm einfach alles so schön und smooth aus, was er macht. Und das geht speziell heutzutage durch das hohe Niveau immer mehr verloren. Und der Lukas sticht da halt einfach noch richtig aus der Menge raus. Sie haben auch Freunde, die haben eigentlich gefragt, wieso fährt der Lukas nicht Snowboard? Das schaut viel zu cool aus, dass er auf die Ski steht. Lukas Elternhaus befindet sich in Pfalzen im Pustertal. Mit seinem Papa Paul Schäfer ist Luki auch heute noch oft unterwegs. Das Skifahren hat er von ihm gelernt. Paul, hat der Lukas immer schon das Extreme und das Abenteuer gesucht? Ja, Abenteurer war er eigentlich schon immer.
Er war immer unterwegs. Er ist von der Schule nicht heimgekommen. Er ist im Wald unterwegs gewesen. Er ist mit dem Radl unterwegs gewesen. Also er war wirklich unterwegs auf Abenteuer. Also von dem her hat sich schon früh entwickelt bei ihm, das Abenteuer. Hat er das von dir? Ja, ein bisschen was hat er sicher von mir. Ich war früher auch viel unterwegs, ich war viel auf dem Berg unterwegs, ich war mit den Ski unterwegs. Von dem her kann ich schon sagen, dass er ein bisschen was von mir hat. Was hat sich von früher im Vergleich zu heute verändert? Ja, früher war er sicher auf Experimentierphase unterwegs. Heute ist es Beruf, heute ist es professionell geworden bei ihm. Er sieht Bilder, er sieht Abläufe, er sieht Lichtstimmungen. Er hat einfach ein extremes Auge fürs Detail. Also er hat das getan, was sich viele wünschen, das Hobby zum Beruf gemacht. Um diese besonderen Momente einzufangen, braucht es absolute Ruhe, Abgelegenheit, den richtigen Moment und das richtige Auge. Die Natur in ihrer ganzen Kraft und Einzigartigkeit darzustellen, das ist es, was Lukas fasziniert. Wie sieht es denn mit den elterlichen Sorgen aus? Macht ihr euch manchmal Sorgen um ihn oder vertraut ihr ihm voll und ganz? Also ich glaube, als Eltern, als Vater, als Mutter hat man immer Sorgen um die Kinder. Nicht? Durch das, dass ich natürlich auch viel extrem unterwegs war in die Berge, hatte ich ein Verständnis dafür. Und ich ein großes Vertrauen auf den Lukas. Also ich glaube, dass er Sachen macht, die gefährlich sein, definitiv. Aber dass er vorsichtig ist. Ja. Objektive Gefahr bleibt im Berg, bleibt beim Skifahren, ist da. Aber ich glaube schon, dass er soweit vorsichtig ist. Aber natürlich eine Sorge ist immer da. Am Nachmittag geht es für uns mit der letzten Seilbahn hinauf auf den Lager 2. Hier oben, im Herzen der Dolomiten, fernab von allem Trubel, scheint die Welt noch in Ordnung und eine ganz besondere Ruhe umgibt uns. Was genau fasziniert dich an den Bergen denn? Boah, an den Bergen fasziniert mich so einiges. In erster Linie die Freiheit und die Ruhe. Und mir geben sie eine unglaubliche Kraft. So, wenn ich so auf einem Gipfel bin, das ladet mich unglaublich auf. Ja, und auf alle Fälle auch die Bewohner von den Bergen, also die ganze Tierwelt und das Wetter. Wir haben schon so unglaublich schöne Wetterstimmungen in den Bergen gesehen, das kann ich bis heute oft fast nicht glauben. Was es da wirklich zu sagen gibt, aber auch um die Sachen zu sagen, muss ich halt wirklich auch raufgehen und halt nächteweise oben bleiben. Und deswegen, ja, geben wir eine unglaubliche Motivation und auch eine Kraft und lassen mich auch gesund sein, indem ich halt allem auf und nieder gehe. Du hast mich jetzt hier hochgebracht, weil du mir zeigen möchtest, wie du ein richtig schönes Sonnenuntergangsbild knippst, oder? Ja, jetzt weiß ich nicht, von Sonnenuntergang hätte ich mir heute nicht allzu viel erwarten. Aber was cool sein kann, war die Nacht und der Sonnenaufgang. Laut Wetterbericht und da, wie es da ausschaut, ist ziemlich viel Dunst, kann da schon eine Nebeldecke sein. Und dann denke ich, kann die Morgenstimmung wirklich schön sein. Dann gehen sich sicher ein paar schöne Bilder auszuknipsen. Okay. Bevor es dunkel wird, sucht Luki sich einen passenden Ort, um seinen Schlafplatz aufzubauen. Ob Sommer oder Winter, Luki präferiert das Übernachten in der freien Natur. Mit ein paar gekonnten Handgriffen steht es dann, das Zelt. Hi Luki! Hi, da bin ich. Wie läuft's? Luki. Das ist also dein Zelt. Genau. Wie läuft das jetzt ab bei dir? Also, wenn du so draußen übernachtest, so wie heute, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, eigentlich halb unterschiedlich. So, ich mir ein schönes Platzl aus. Kommt davon, ob es windig oder nicht windig ist. Nachher schaue ich halt irgendwo ein bisschen an Platz zu finden, wo jetzt so viel Wind geht. Und wenn Schnee ist, ist es eh voll fein. Dann kann man sich so alles ausschöpfen und gerade richten und Wände bauen und so weiter. Deswegen ist der Winter
Draußen zu schlafen eigentlich eh voll gut, bis auf das, dass es halt kalt ist und man brutal viel Gewand braucht. Wenn jetzt wirklich so Nebelnächte sein, sind, normalerweise schlafe ich eh nicht. Fotografiere ich auch nicht die ganze Nacht, weil es einfach so viel wunderschön ist. Was sind deine schönsten Erinnerungen an Bergnächte? Gibt es echt einige Nächte. Und wenn ich so zurückdenke aufs letzte Jahr waren zwei Nächte, was brutal speziell waren. Einmal auf der Marmolada, ganz auf dem Gipfel oben. Das war eine unglaubliche Nacht da. Habe ich am Montuntergang gesehen, sowas habe ich noch nie gesehen. Im Sahara-Sand, da bin ich in der Atmosphäre. Es ist gerade so die blaue Stunde gekommen, also ganz leichter Tag angefangen. Der Mond war beim Untergehen und es war ein Licht, unglaublich schön. Darunter alles Nebel geworden. Und da eine andere Nacht war auf dem Dürrensturm. Es war auch eine unglaublich spezielle Stimmung. Es waren oben Wolken und unten Wolken, war genauso zwischen die Wolken und die Bergspitzen ums Wasser geschaut. Und es war einfach immer Wahnsinn. Also das sind auch Sachen, die vergesse ich nie wieder. Also das sind gespeichert. Was ist denn wichtig beim Fotografieren, beziehungsweise ja generell und vor allem auch in der Nacht? Also generell in Naturfotografie geht eigentlich, also jetzt sagen wir jetzt so, wenn ich sage auf Landschaftsfotografie, ist eigentlich alles die Stimmung oder die Kreativität. Jetzt viel so Berge fotografieren und da ist einfach die Stimmung brutal wichtig, weil du kannst ja nachts da heroben stehen und kannst Bilder machen, das sind ziemlich normal, weil, aber es gibt Nächte, da hast du wirklich eine unglaubliche Stimmung, hast wirklich, also am schönsten ist wirklich die Nacht zu fotografieren, wirklich mit Hochnebel. Oder bei einem See zum Beispiel, wo sich Sterne spiegeln und du hast wirklich so ganz, also keinen Wind. Mhm. Dann kommt der Vier, so hast du die Sterne oder den Himmel so vor die Füße. Und ja, auf jeden Fall ist die Stimmung und halt da oft auch die Kreativität, wenn man die Sachen auch sieht. Und die Geduld wahrscheinlich. Und die Geduld, ja. Selbst sowieso, nicht? Wenn man nicht aussteht und auf die Orte hingeht, dann wird man nie zu den Bildern kommen. Es gibt zwei Techniken, mit denen sich Lukas beim Fotografieren hauptsächlich befasst. Genannt Timelapse und Langzeitbelichtung. Also Timelapse ist eigentlich ein Zeitraffer, auf Deutsch gesagt, ist eigentlich ein Video zusammengesetzt aus vielen Bildern. Aus vielen Bildern, die über gewisse Zeitspanne aufgenommen werden. Und das ist halt ziemlich cool, weil man kann, also in einem Video siehst du das nie, man kann wirklich zum Beispiel in der Nacht über zwei Stunden lang Bilder machen. Also ich stelle da in der Kamera praktisch ein Intervall hin. Also eine Zeitspanne, eine gewisse Anzahl von Sekunden, nachdem man das Album wieder ein Bild macht. Und das Bild, also die Bilder setzen sich im Video zusammen. Das ist ziemlich interessant, weil die Arbeit, was da hinter drei Stunden fotografieren steht, das ist noch ein echt ein paar Sekunden Video, was noch rauskommt. Aber es ist einfach cool, weil die Kamera noch alles einfängt, was in der Zeit passiert. Und dann siehst du halt die Wolken ziehen, die Sterne ziehen und der Nebel, wie er sich bewegt. Cool. Und Langzeitbelichtung ist einfach, ich stelle die Kamera in, dass sie einfach eine Zeit hingeben kann. Sagen wir jetzt einmal zum Beispiel 12 Minuten. Und dann ist das, dauert das Bild 12 Minuten. Und das sind zum Beispiel Bilder, wo man so die Sterne als Striche sieht. Okay. In der Nacht zum Beispiel. Und das ist einfach so, so brutal gut gefällt, weil haben irgendwie jedes Bild eine Überraschung. Weil man nicht genau weiß, was kommt jetzt aus. Überhaupt ein Nebel, wie verhaltet er sich, wie schaut er aus. Ist er, hat das ein Wachsgefühl und auch die Bilder sind einfach wie so Gemälde. Okay, das will ich jetzt sehen. Das möchte ich lernen. Passt, kann das zeigen, hier in die Kamera, seht ihr oben stehen. Okay. Stark Maui. Nach dir. Wenn ich zum Beispiel Langzeitbelichtung instelle, dann tat ich da eben, das heißt noch Bulb, das ist praktisch eine Langzeit. Also ein Modus, wo ich auf die Belichtung so lang einstellen kann. Dann gehe ich auf Langzeit-Timer. Ist halt ein wenig mit Einstellungen ein bisschen zu spielen, weil man ja nicht genau weiß, wie muss ich jetzt die Kamera einstellen, dass da jetzt nicht zu hell oder zu dunkel wird. Mhm. Da ist halt noch ein bisschen Erfahrung, was dabei ist. Aber es gibt auch Apps zum Beispiel, was das ein wenig ausreichend. Aber ich tue das eigentlich halt mal so ein wenig nach Gefühl halt, weil ich halt schon genug Erfahrung habe und einfach viele Langzeitbelichtungen schon gemacht habe. Und sonst kann man ja mal eine Langzeitbelichtung machen vor zwei Minuten und dann tut man allem wieder dazu und dann kann man es gut einstellen. Okay, Luki, bist du mir böse, wenn ich mich jetzt verkrümel? Ja, nein. Mir ist nämlich richtig kalt. Ja, glaube ich schon. Schlaf gut, zeigen wir es morgen. Sehen wir uns morgen und dann passt. Zeigst du mir deine Bilder. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Ausgemacht. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen.
Während ich die Nacht in der Lagazwoi-Hütte verbringe, genießt Luki jede Minute, um das Nebelmeer einzufangen. Um 5 Uhr morgens treffe ich ihn etwas unterhalb der Hütte auf einem Felsvorsprung. Hey, guten Morgen. Hey, morgen. Und? Grüß dich. Wie sieht's aus? Ich fahr's. Unglaublich. Wow. Wie war die Nacht? Ja, super. Na, ein Traum, wirklich ein Traum. Also ich habe keine Zeit gehabt zu schlafen, ich musste die ganze Nacht fotografieren, so aufzuschieren. Echt? Unglaublich, die ganze Nacht der Nebel und der Mondlicht und die Berge, die hohen Berge rausgeschaut. Und wow, cool. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Ich weiß fast nicht mehr, was sagen. Und was machst du jetzt? Ja, jetzt mache ich so einen Bildausschnitt, weil die Cinque Torre gerade super rausgekommen. Okay. Und der Himmel rot wird und jetzt einfach ein windes Licht halt, fotografieren. Und das ist eigentlich eh schon eine Stimmung, auf die was ich schon lange immer warte, dass wirklich Leute Cinque Torre da rausschauen und der ganze Nebel und rot und läuft. Es ist wirklich leuchtend rot, ne? Mhm. Ja, unglaublich. Dann erwartet mich ein Sonnenaufgang, den ich so noch nie gesehen habe. Der Himmel zeigt sich uns in seinen schönsten Farben. Voller Demut stehe ich da und kann einfach nur schauen und staunen. Gibt es einen besseren Start in den Tag? Lukas hat in den frühen Morgenstunden Besuch von einem guten Freund bekommen, Mario Keppeli, ein ehemaliger professioneller Snowboarder. Zusammen bestreiten die beiden viele Abenteuer und Projekte. Mario, woher kennst du Luki? Ich bin vor 2 Jahren nach Brunnen gezogen, zum Marc, und habe dann den Luki kennengelernt. Der Marc hat mir schon gesagt, ja, da triffst du einen, der passt genau zu dir. Wir haben ziemlich den gleichen Mindset, eben von wegen Natur und meistens nachts unterwegs. Ich schlafe ab und zu wenigstens noch ein paar Stunden, der Luki der macht dann meistens die ganze Nacht durch. Und so haben wir einander gefunden. Es ist oft schwierig, motivierte Leute zu finden, um sowas zu machen, halt früh aufstehen oder die ganze Nacht unterwegs sein. Und ja, so habe ich den Luki kennengelernt. Wir sind seither viel zusammen unterwegs gewesen. Er tut auch gut Skifahren und ich habe das auch ein bisschen mit der Drohne gefilmt. Ja, und so ist eigentlich ein gutes Team geworden. Was sind eure schönsten Projekte oder was war euer schönstes Projekt? Boah, das ist schwierig zu sagen. So viele schöne Momente erlebt, sicher ein paar Alpenhauptkamm, Schwarzenstein, da haben wir mal einen richtig coolen Morgen gehabt. Verschiedene Sachen in den Dolomiten, oft mit Hochnebel natürlich. Vor allem wollen wir halt genau die ja, 2-3 Minuten sind es manchmal, wo genau das perfekte Licht reinkommt. Eins fangen, er muss ready sein, ich muss ready sein, es muss halt alles passen. Luki, und bist du zufrieden? Ziemlich, ziemlich. Ja, verhalte es. Glückselig. Ja, er trifft es. Nein, das hätte ich nicht erwartet, dass es so gut wäre. Dass ich ihn schon war viel Dunst und der Wetterbericht hat kurz vorausgesagt, aber er kann sich halmieren. Aber jetzt nach dem Sonnenaufgang auch noch. Luki, ich danke dir für die Einblicke, die du mir gegeben hast, für die letzten Tage. Ich habe wirklich, glaube ich, noch nie, nee, nicht nur glaube ich, ich habe noch nie so einen tollen Sonnenaufgang gesehen und ja, danke. Ja, freut mich. War für mich auch ein Riesenspaß und echt da haben wir echt eine super Stimmung erwischen. Das war für mich auch unmöglich etwas Besonderes. Ja. Gewaltig. Gut, dann wünsche ich dir alles Gute und bis ganz bald. Ja, bis bald. Lukas Schäfer, ein Fotograf und Filmemacher mit dem Auge für den perfekten Moment und für das Detail. Er ist ein Skifahrer,
bei dem der Sport wie Spielen mit den Elementen aussieht. Und mit seiner Geduld, Ruhe, seinem Humor und seiner Positivität wird er sicher noch viele Ziele erreichen.